Hallo liebe Leute, hier habe ich von Amazon eine Servierpfanne zum Testen bekommen. Schauen wir uns das Teil mal genau an. Es ist eigentlich sehr, sehr gut verarbeitet. Auf der linken und auf der rechten Seite ist es mit Silikon überzogen, also man kann da richtig schön greifen und die Hände werden also auf jeden Fall nicht verbrannt. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist die neuere Version. Bei der älteren Version gab es keine Silikon, also diesmal sind da Silikone mit dabei. Und innen drin ist es mit Teflon überzogen. Auf jeden Fall ist es ein bisschen rau, wie üblich auch. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön verarbeitet. Also verarbeitungsexzellent. Hier zum Beispiel keine scharfen Kanten. Es ist komplett aus Edelstahl. Also mir gefällt das wirklich sehr, sehr, sehr. Und hier sieht man zum Beispiel, es sind auf allen fünf oder sechs Ecken hier genau in der Mitte nochmal zwei gepunktet worden und die sind sehr, sehr sauber gepunktet werden. Aus dem Grund, weil ich in den Lichtwerbungsbereich komme. Wir haben auch solche Punktmaschinen, sehr viele, aber das hier ist etwas ganz anderes. Also es ist wirklich sehr exzellent, solche Maschinen, so Punktmaschinen habe ich noch nie gesehen, dass sie wirklich so gut gepunktet haben. Also es ist exzellent, sehr, sehr gut. Und unten sehen wir hier auch, es ist hundertprozentig gerade und es ist richtig schön glatt auch. Es ist natürlich vom Röstle. Diese Bratpfanne und hier sieht man auch, dass es 18 Zähne Edelstahl ist, maximal 200 Grad steht da und es ist auch für Induktion geeignet, auch für normale Töpfe, also für normale Öfen auch, also man kann das bei allen verwenden ohne Probleme. Auf jeden Fall von mir hier eigentlich auf 5 Sterne bis jetzt, aber wir werden das natürlich jetzt mal gleich testen nochmal zum zweiten Mal. Und dann werden wir sehen, ob es wirklich so gut ist oder nicht. Okay, da haben wir jetzt einen kleinen Test mit Fleisch und das klebt natürlich hier überhaupt nicht. Bei normaler Pfanne hätte es schon längst geklebt. Wir haben jetzt kein Öl reingetan, gar nichts, überhaupt kein Öl. Einfach das Fleisch innen rein und wie man sieht, das klebt nicht. Das passt wunderbar eigentlich. Sehr schön. Also wie gesagt, von uns 5 Sterne hier und einen Daumen hoch, wunderschön.